Hey, ich habe das erste Mal ein Bluebricks Special Set gebaut und die Erfahrung, die ich da gemacht habe, möchte ich mit euch teilen. Nach dem Intro erzähle ich euch mehr. Bis gleich. Ciao, amici del mattoncino. Hallo, meine Klemmbausteinfreunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe ja angekündigt, dass ich Bluebricks-Sets aufbauen werde. Ich habe in einem vorherigen Video, so ein Haul-Video, gezeigt, was ich bei Bluebricks, beim Bluebricks Store in Sindelfingen mir erstanden habe. Und ja, da habe ich jetzt meine ersten Erfahrungen gesammelt und die möchte ich einfach mit euch teilen. Und das erste davon, was ich gebaut habe, ist der Gladiatorhelm. Ja, Gladiatorhelm. Ich war mir gerade nicht sicher, ob er Gladiatorenhelm oder Gladiatorhelm bezeichnet wird, aber eindeutig stand Gladiatorhelm drauf. Und ja, in den Kommentaren zu meinem Haul-Video war das ja einer der Favoriten. Und ich selbst sammle ja auch Köpfe. Helme, wie man hier über mir sieht. Und ich bin ein großer Gladiator-Fan, also der Film Gladiator. Ist natürlich schon ein bisschen älter, der Film. Vielleicht mag der eine oder andere den noch kennen. Aber auf jeden Fall, ja, ist einfach so mein Thema, würde ich behaupten. Und ich habe den Gladiator-Helm gebaut und würde jetzt einfach mal ein paar Fakten zu dem Helm sagen. Und dann einfach wie in gewohnter Manier hier auf diesem Kanal ein Review und ein Fazit euch noch anbieten. Aber wie gesagt, kommen wir erstmal zu den Fakten zu diesem Set. Ich halte euch das einfach noch mal ganz kurz hier rein in die Kamera und hoffe, dass ihr das gut sehen könnt. Auf jeden Fall, die Setnummer von diesem Gladiatorhelm ist die 105131, ist ein Bluebricks Special. Wie gesagt, Gladiatorhelm. Eigentlich recht frisch auf dem Markt, 2022, kam jetzt, glaube ich, im September irgendwann bei Bluebricks in die Läden. Und das ist ein Set vom Designer Briard. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Richtig coole Designs hat er bei Rebrickable, kann man das sehen. Einige Helme und Köpfe, auch aus der Star Wars-Reihe. Ja, und Bluebricks scheint sich da gedacht zu haben, das sieht gut aus. Vielleicht können wir das mit ins Programm aufnehmen. Und so scheint es zu sein. Also, ich habe jetzt keine genaueren Informationen dazu, aber das ist eindeutig ein Helm, den man bei Rebrickable findet von diesem coolen Designer. Ich kann euch das unten reinpacken, einen Link zu Rebrickable, wo seine anderen Designs auch zu sehen sind. Finde ich sehr spannend auf jeden Fall. Ja, dieses Set hat 446 Teile, ist zu dem Preis von 24,95 € zu haben. Das heißt, es ist ein Teilepreis von 5,6 Cent, wenn ich mathe-technisch noch auf der Höhe bin. Ja, eine Altersempfehlung gibt es nicht. Ich glaube, das gibt es bei den Bluebricks-Sets an für sich nie. Zumindest habe ich das jetzt bei dem, was ich gekauft habe, nicht gesehen. Und auf der Website nichts gefunden. Ja, das sind die Fakten. Ich glaube, es sind auch noch weitere Helme geplant und angekündigt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und der Gladiatorhelm ist das erste, was es hier gibt. Ja, die Verpackung ist im üblichen Bluebricks Special Design. Also selbst wenn ich noch selber kein Bluebricks vorher gebaut hatte, dieses Packungsdesign, das ist durchaus sehr bekannt und hat sich auch schon einen Namen in der Community gemacht. Ja, natürlich ist das nicht zu vergleichen mit dem, was man sonst so kennt, von Lego und auch von anderen Herstellern aus Asien, die ja auch gerne eine sehr bunte Verpackung anbieten. Aber ich sag mal, das tut es auch, finde ich vollkommen in Ordnung. Ja, wie gesagt, wir machen das hier wie auf diesem Kanal üblich. Ich gehe jetzt gleich in das Review rein, wo ich euch den Helm zeige, was mir da so aufgefallen ist. Also,
Ich denke, das ist ganz spannend, weil es ist wirklich was anderes, für mich zumindest eine neue Welt, wenn man so will. Ich habe ja jetzt schon viel von Lego gebaut, das ist ganz klar. Ich habe auch viel von anderen Herstellern und Konfektionierern, wie man so schön sagt, also andere Marken in dem Fall, meistens aus China, gebaut und hier auch schon vorgestellt. Und Bluebricks, ja, habe ich einfach noch nicht gemacht. Und deswegen schauen wir uns auch gleich mal den Gladiator-Helm im Detail an. Ich habe unten wieder Sprungmarken, also da könnt ihr zu den einzelnen Teilen springen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mit einem 3, 2, 1, e via ins Review. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir in das Review rein. Und ja, normalerweise kennt ihr es aus meinen anderen Reviews, dass ich euch die Bauanleitung zeige im ersten Schritt, bevor wir uns das Modell an sich anschauen. Aber es ist so, dass wir ja hier ein Bluebricks Special Set haben. Und da hole ich ganz kurz nochmal die Anleitung dazu. Die Anleitung sage ich schon. Kurz das hier raus. Ja, die Verpackung kennt ihr womöglich. Und hier steht auch Download der Anleitung auf und dann die Internetadresse. Also es das heißt, ja, es gibt nur eine digitale Anleitung. An für sich ja nichts Schlimmes, aber natürlich kann ich euch die jetzt hier an dieser Stelle nicht zeigen. Vielleicht, wenn ich es schaffe, blende ich euch da kurz einen kleinen Ausschnitt dann ein. Hier irgendwo wird es dann zu finden sein. Und dann seht ihr, worüber ich spreche, wenn ich mich auf die Anleitung beziehe. Denn es ist tatsächlich so, dass ich, ja, das war jetzt mein erstes Bluebrick Set, Bluebrick Special Set. Und da ist es so, dass ich die Bauanleitung doch recht schwierig fand. Ja, also zumindest schwierig reinzukommen. Mir hat ein bisschen die Orientierung gefehlt, wo welche Steine angebracht werden sollen. Und ja, da habe ich mich tatsächlich einfach schwer getan, da ein bisschen reinzufinden. Ist jetzt nicht arg schlimm, also ich habe es natürlich hingekriegt, aber es hat ein bisschen gedauert. Also es war so ein bisschen das Feeling für mich, wie ich ja mit früheren Lego-Sets umgegangen bin. Da hatte ich nämlich auch immer mal wieder, beziehungsweise wahrscheinlich war ich da nicht alleine mit dieser Problematik, aber man musste sich manchmal richtig reindenken oder genau aufpassen, welche Steine sind jetzt hinzugekommen und wo müssen die angebracht werden. Ganz so, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, schlimm ist es nicht mit dieser Anleitung gewesen, aber trotzdem, Orientierung hat mir ein bisschen gefehlt. Und was ich halt richtig cool finde, ist, dass man ja hier wieder einen schönen noppiges Ergebnis hat. Also das habe ich ja auch immer bei den Lego-Köpfen und Helmen sehr genossen, sage ich mal, weil ich finde es einfach, es ist ein Klemmbaustein-Set. Wenn man jetzt alles glatt machen würde, dann wäre es kein Klemmbaustein-Set, dann wäre es ein Modellbau aus meiner Sicht. Und deswegen, ich mag dieses noppige Design. Der Designer, wie gesagt, habe ich euch ja eingangs schon mal erwähnt, das ist der wie auch immer man ihn ausspricht. Sorry, wenn ich es falsch mache. Aber ich habe euch die anderen Designs bzw. zu seinem Rebrickable-Account den Link unten in die Beschreibung gepackt. Schaut mal vorbei, lohnt sich echt. Hier sind Steine von Kunlong verwendet worden. Und woher weiß ich das? Der Skjoldar, das ist aus der Klemmbaustein-Community quasi einer der Experten, der richtig Buch führt, auch wo, also was die Steine anbelangt, wer der Hersteller ist, mit welcher Nummer die sind. Und da habe ich tatsächlich eine Quelle gefunden von ihm, wo ich die Nummer, die hier eingedruckt ist, in den Steinen mit Kunlong zusammenpassen. Für mich eine kantige Haptik, also das ist schon immer dieses Draufstecken, merkt man, dass es immer so ziemlich kantig ist und auch zum Teil echt wehtut, wenn man das drückt. Und man muss auch öfters wirklich sehr fest drücken. Ansonsten hat eigentlich alles gepasst. Manchmal war vielleicht ein bisschen was
waren noch wenige Steine mit schwarzem Schmutz, den man noch abschmieren musste. Also nur ein bisschen, war jetzt nichts Schlimmes. Und was ein kaputtes, ja, oder verkratztes Teil hatte ich, ist tatsächlich aber auch nur dieses eine hier zu sehen. Wenn ich das hier gerade in der Hand habe, hier dieses Schwarze, was ihr da seht, diese Bügelperle, das ist, ich kann es nicht, das ist so klein, es ist quasi, wird genutzt als Baurichtungsumkehrer und das steckt man dann quasi tatsächlich mit dem in die Rückseite mancher Steine rein, sodass die Baurichtung umgekehrt wird. Ja, interessant, das war jetzt meine erste Begegnung mit diesen sogenannten Bügelperlen und finde ich jetzt nicht so super, macht nicht so viel Spaß, die reinzustecken. Ist auch echt etwas sehr speziell und muss ich jetzt nicht zu viel haben, weiß aber hier auch nicht so viel. Ja, ansonsten, wie gesagt, fand ich die Haptik und das Klemmen, also Haptik sehr kantig, Klemmen war aber gut. Das hat gut funktioniert. Ein kleines bisschen Schmutz war wegwischbar. Und ja, hier vorne ist es halt, wo dieser verkratzte Stein ist. Also gerade diese Partie, die ist ziemlich wackelig, also ziemlich fragil. Ab und zu, wenn man was zusammenbaut an dem Helm, fällt auch mal was ab. Deswegen, ihr merkt es wahrscheinlich, ich bin relativ vorsichtig, was das Anfassen anbelangt. Wobei man den Helm tatsächlich auch anpacken kann und so rütteln kann. Also das macht nichts. Vielleicht erinnert ihr euch noch an meinen letzten Kopf oder Helm, den ich hier vorgestellt habe auf dem Kanal, den Dark Trooper von Lego. Der war ja wirklich ein Bobblehead, mit der gewackelt hat. Das ist hier nicht der Fall. Aber ja, es ist trotzdem, ich bin trotzdem ein bisschen vorsichtig, an manchen Partien anzufassen. Und das hier vorne ganz und gar nicht. Das fällt auf jeden Fall ab. Ja, das ist auch nur wirklich hier an einer Noppe dran. Und deswegen natürlich, ja, so gesehen auch eine Sollbruchstelle. Wie dem auch sei, insgesamt finde ich, gefällt mir der Helm auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also das Aussehen passt, finde ich echt gut. Dieses Fragile, ja, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ist halt so, und ist ja auch nur an ganz wenigen Stellen so. Hier ist eine Plakette. Ja, da würde eigentlich ein Sticker hingehören. Und diesen Sticker, den habe ich nicht angebracht, weil mich stört es einfach, wenn man wie hier über zwei Fliesen etwas kleben muss. Ich mag das einfach nicht. Das ist eine persönliche Sache, sage ich mal, oder mein eigener Gusto in dem Fall. Ich mag das nicht, wenn man da irgendwas über zwei oder mehrere Steine kleben muss. Ich zeige euch aber mal ganz kurz, wie das aussehen würde. Also es wäre hier, Gladiatorhelm würde draufstehen mit Blue Bricks Logo drauf. Das muss ich sagen, das muss echt nicht sein, dass man da das Markenlogo noch draufpackt. Ja, das finde ich nicht so gut. Aber auch, ja, das ist ein Gladiatorhelm. Man sieht ja, was es ist. Finde ich, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Deswegen, das lasse ich weg. Ich werde wahrscheinlich auch die Plakette weglassen. Ja, aber ansonsten finde ich, sieht das doch richtig schön aus. Also ich zeige euch nochmal auch die hintere Seite. Sehr noppiges Design, wie gesagt, aber ich finde, das passt einfach zu einem Klemmbausteinset und man erkennt richtig gut vielleicht von hinten erkennt man es nicht gleich, dass es sich hier um einen Gladiatorhelm handelt, aber von der Seite schon und sobald es hier hingeht, also ich verspüre hier tatsächlich so gesehen die Gladiator-Vibes vom Film Gladiator auch. Maximus, ich höre, wie das Publikum schreit, Maximus, Maximus, Maximus. Ja, also ich habe hier echte Vibes auch schon beim Bauen gehabt. Das, ja, finde ich cool. Und ich würde sagen, gehen wir doch gleich mal ins Fazit und dann können wir uns darüber unterhalten, auch in den Kommentaren, was ihr dazu sagt. Insofern sehen wir uns gleich beim Fazit. Bis gleich. Ja. Zeit für das Fazit dieses Gladiatorhelms. Bevor ihr aber meine Meinung dazu nochmal zusammengefasst hört, möchte ich von euch wissen, wie findet ihr diesen Helm? Habt ihr vielleicht
diesen Helm auch schon gebaut. Kann sein, ist ja wie gesagt noch relativ frisch auf dem Markt, aber vielleicht habt ihr es schon gebaut. Vielleicht habt ihr aber auch andere Erfahrungen mit den Designs von Briard. Ich hoffe nach wie vor, ich spreche seinen Namen richtig aus von dem Designer. Vielleicht habt ihr da auch schon was gebaut und habt da Erfahrungen, weil ihr euch selber die Teile gekauft habt und dann die Anleitung gekauft und dann das aufgebaut. Also das würde mich auch sehr gerne interessieren. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bin sehr interessiert daran. Könnt mir auch auf jeden Fall eure Meinung zu diesem Set sagen. Und ja, jetzt erzähle ich mal so ein bisschen, wie ich diesen Helm hier finde. Denn ja, ich habe ja Vergleich auch zu dem, was Lego anbietet, hinter mir beispielsweise. Und ja, zunächst einmal fällt auf, ich meine, die Steine von Kunlong habe ich euch ja gesagt, dass die mir im Prinzip ja, mit einer kantigen Haptik aufgefallen sind und dass man ziemlich fest drücken musste zum Teil, dass das wirklich zusammenhält. Aber ansonsten, ja, alles bestens kann man so sagen. Ich habe auch gesagt, dass die Bauanleitung mir ja am Anfang schon doch ein bisschen zu schaffen gemacht hatte. Ich fand, man hat nicht so gut erkannt, wo welche Steine angebracht werden müssen. Es war so ein bisschen das, sage ich mal, Retro-Lego-Feeling, wo man in der Anleitung früher auch sich so ein bisschen zurechthangeln musste, was kommt jetzt neu dazu. Aber das habe ich euch ja auch gezeigt. Ein bisschen hat mir da die Orientierung gefehlt, muss ich gestehen. Ansonsten, Bau war echt okay. Ab und zu fiel was ab. Ja, gerade so der vordere Bereich hier, das ist ein bisschen locker im Bau. Da gehe ich jetzt auch wirklich nur ganz, ganz sanft ran, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, gerade das hier vorne. Manchmal etwas fragil. Weiß ich jetzt nicht, ob das vom Design her kommt oder weil Kombination aus Steinen und ein bisschen angepasstes Modell zu dem, was der Designer eigentlich ursprünglich gemacht hatte damit. Ja, die Frage ist, macht das Lust auf mehr? Also ich meine, Aussehen ist gut, deshalb würde ich gerne auch die weiteren Helme ausprobieren. Und wie gesagt, der Bau war jetzt auch nicht so, dass er mich abgeschreckt hat davon. Aber es war ein bisschen herausfordernd, also zumindest für mich persönlich. Ich muss mir auch immer dazu sagen, dass es ja für jeden ja auch anders sicherlich sein kann. Und ja, noch ganz kurz, ihr seht es ja nochmal, ich habe hier den Sticker nicht aufgebracht. Ich mag das einfach nicht, wenn man Sticker über zwei Steine oder in dem Fall Plates bzw. Fliesen drüber kleben muss. Ja, das mag ich einfach nicht. Habe ich jetzt hier auch weggelassen. Ich werde wahrscheinlich das Schild auch wegmachen, weil man erkennt ja, dass es ein Gladiatorhelm ist. Habe ich euch aber auch gezeigt. Ja, mein persönliches Fazit, ihr kennt es, die italienischen Gestiken, die ich so habe, das ist so, ja, ich habe gemischte Gefühle, was das anbelangt, weil es halt durchaus auch ein bisschen schwierig war zu bauen, also und ein bisschen immer wieder was abgefallen ist, aber so im Großen und Ganzen, also ich finde, macht er sich auf jeden Fall gut in der Kollektion. Finde ich, wie gesagt, ich probiere die anderen auch aus und dann werden wir sehen. Und wie gesagt, schreibt mir bitte in die Kommentare, falls ihr das eure Erfahrung gemacht habt mit dem Designer oder mit vielleicht sogar dem Helm. Also vielleicht habt ihr andere Erfahrungen gemacht wie ich und das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessieren. Ja, wie auch allgemein mir ja, der Austausch mit der Community immer Spaß macht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, ihr wisst, ihr kennt das Spiel. Vergesst nicht, die Glocke anzumachen. Meine Videos kommen relativ unregelmäßig. So erfahrt ihr immer, wenn es was Neues gibt. Und ich habe auch, wie gesagt, ja auch weitere Bluebricks-Sets, die haben wir gekauft. Da werde ich auch ab und zu was dann vorstellen davon. Und ja, ansonsten würde ich mich auf jeden Fall freuen, wieder, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen heute und sage, ja, ganz klassisch, arrivederci, ciao, vediamo, ciao, ciao.